bin da zum Reiten gekommen über meine Tochter. Meine Tochter hat ganz vor längerer Zeit angefangen zu reiten. Und ich wollte gerne wissen, was meine Tochter da so auf dem Pferd macht. Ja, der Hauptunterschied ist, dass die Erwachsenen viel vernunftorientierter reiten. Das heißt, sie denken viel mehr nach über das, was sie machen. Wenn sie einem Kind sagen, komm, setz dich jetzt falsch rum aufs Pferd und galoppier an und spring, dann machen das viele. Aber der Erwachsene fragt sich schon, warum muss ich das so machen, wie mache ich das, ja, und überlegt auch, was kann dabei passieren. Da steht oftmals ein Job dahinter, ja, im Berufsleben dürfen die nicht ausfallen, eine Familie, und somit sind da schon erstmal bei vielen mehr Ängste als im Kinderbereich. Relativ klein und die Pferde sind sehr groß. Und ich habe mir das wirklich erarbeitet und bin da ganz, ganz langsam angefangen und habe mich immer wieder weiter mit den Pferden beschäftigt. Und irgendwann ist die Angst weg. Als erstes habe ich mich natürlich um die Theorie gekümmert. Wie führe ich ein Pferd, wie putze ich ein Pferd, wie sattel ich ein Pferd, und habe dann auch einen Basispass gemacht. Ja, und dann bin ich an der Longe auf dem kleinen Monty hier von der Reitanlage angefangen. Die Longe vermittelt natürlich erstmal ein bisschen Sicherheit, ja, nicht nur ein bisschen, sondern auch ein bisschen mehr, sodass der Reiter sich komplett auf sich konzentrieren kann, auf seinen Sitz. Ja, wenn also die Grundkenntnisse vorhanden sind, gehen wir eigentlich relativ schnell bei uns hier in der Reitanlage raus, denn natürlich jede Bodenunebenheit vermittelt wieder ein anderes Bewegungsmuster. Und somit auch ein anderes Bewegungsgefühl oben. Ist mein Ausgleich, meine Ruhe. Wenn ich auf dem Pferd sitze, kann ich 100% abschalten. Da ist der Alltag ist dann weg. So kann ich wirklich eine Stunde ausblenden. Und wenn ich dann vom Pferd runterkomme, ist das meistens besser. Ganz wichtig sind auch die Pferde, die Tiere. Das müssen schon artige Tiere sein. Wenn die dann durch die Gegend bocken oder so, man fällt runter, da verliert man auch schnell wieder die Lust und den Mut. Das geht nicht. Wir haben das ganze Umfeld. Die Leute müssen nett sein. Die Anlage muss schön sein, dass man sich da wohlfühlen kann. Dass man auch nach dem Reiten vielleicht mal sitzen bleiben kann, mal einen Kaffee trinken oder auch mal einen Sekt. Muss einfach auch das gesellige Beisammensein. Das ist auch ganz wichtig. Das muss aufpassen für dich jedenfalls. Spannend an dieser Arbeit mit Erwachsenen ist eben, dass man mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat, mit Erwachsenen. Man sich auch immer wieder anstrengen muss, sein Fachwissen zu verbessern. Denn es werden häufig Fragen gestellt, da hat man selber noch nie drüber nachgedacht. Und da muss man schon mal einmal die Antwort auf die nächste Stunde vertrösten und dann morgens beim Füttern mal drüber nachdenken, wie kann ich dem jetzt da dieses Thema plausibel erklären und warum ist das eigentlich so?